Herzlich willkommen, meine Lieben, zu meinem neuen Abnehm-Vlog. So, da bin ich mal wieder. Nun sind wir in der neuen Woche. Die letzte Woche ist so lala gelaufen. Ich habe heute leider weder abgenommen noch zugenommen. Stillstand. Ich kann euch das auch gerne zeigen. Ich habe es auch wieder in der App eingetragen. Und zwar, so, ja, ne? So, ich zeige euch auch nochmal ganz genau, dass ich es wirklich ehrlich eingetragen habe hier. So. Ja, ist dann halt mal so. Stillstand. Stillstand ist nicht schlimm. Besser als eine Zunahme. Ja, mir geht es soweit gut. Ich muss nur wirklich jetzt aufs Essen aufpassen, habe ich gemerkt. Weil wenn ich jetzt zu viel Fleisch esse, kriege ich diese komischen Gichtschwellungen am Fuß und Schmerzen in den Fingergelenken. Reduziere ich das, ist soweit alles in Ordnung. Was auch eklig ist, ist, wenn ich jetzt mittlerweile Wassereinlagerung bekomme, das spannt wirklich total. Aber das gehört alles irgendwo wohl zu diesem Gichtgedöns dazu. Und Wassereinlagerung hat jeder Mensch mal. Ja, und manche Frauen haben die einmal im Monat besonders. Da bin ich auch momentan und ich denke mal, dass ich deswegen auch diesen Stillstand habe. Ja, ist so. Ich freue mich trotzdem, dass ich nicht zugenommen habe, weil in der Gruppe, wo ich bin, da gibt es zum Beispiel Frauen, die nehmen in dieser Zeit bis zu 3 Kilo zu und das ist wirklich heftig. Und da bin ich so froh, dass ich dann wenigstens beim Stillstand bin. Ja, ich habe mir jetzt schon ein paar Rezepte rausgesucht für Weihnachten, was ich jetzt machen möchte, an Plätzchen und so. Ich möchte selbst Lebkuchen machen, ich möchte selbst wieder schöne Plätzchen machen. Ich werde auch einige Plätzchen mit Erythrit machen, dass ich sie ohne Probleme essen kann, dass es halt nicht so hochkalorisch ist und ja, dass ich halt eben trotzdem auch naschen kann. Ich nasche auch so, seht ihr ja zwischendurch mal, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist viel, viel weniger geworden. Früher habe ich mehr Milch reingestopft und jetzt ist soweit alles okay. Ich habe jetzt heute Morgen zum Beispiel statt einem normalen Kaffee mit Milch oder statt einem Café au lait einfach mal einen Cappuccino getrunken. Und auf den habe ich mich auch richtig gefreut. Ich liebe Cappuccino und ja, da ist halt eben auch Zucker drin, weil er ist instant, ne? Ich könnte mir auch selber machen mit der Maschine, aber ich liebe diesen Cappuccino. Meine Eltern bringen mir den immer mit und den trinke ich ganz gerne mal. Ja, also so ein Stillstand ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So, ich zeige euch jetzt am besten mal, was ich die letzte Woche gegessen habe. Ich weiß nicht, ob ich... Ja doch, ich habe gestern Abend vergessen zu filmen. Was haben wir denn gestern Abend gegessen? Ich kann mich gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern. Auf jeden Fall habe ich gestern Abend vergessen zu filmen. Was habe ich denn gegessen? Ich weiß, dass ich noch einen Joghurt gegessen habe. Ein paar Trauben. Ja, egal. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich alles gefilmt habe. Wenn nicht, ihr kennt mich ja. Ich bin halt so, ich bin. Ja, ich zeige euch jetzt einfach mal die letzte Woche. Et voilà! Guten Morgen, wir haben heute Montag, den 5. November. Ich habe noch Apfelkuchen für mich zum Frühstück. Und dazu gibt es eine Tasse Kaffee mit Milch. Und das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Bis später. Heute Mittag gibt es Reste essen, Spätzle und von der Soße gestern noch und ich werde es mir jetzt schmecken lassen. So, wir haben jetzt kurz nach 21 Uhr, ich habe jetzt endlich Feierabend, jetzt gibt es noch ein paar Trauben und 2 Baby Bell Light. So, bis morgen, tschüss. Guten Morgen, wir haben Dienstag, den 6. November und ich sitze beim Frühstück. Heute gibt es ein Kaiserbrötchen mit bisschen Butter und dieser Milchmandelcreme und mein Kaffee au lait dazu. Ich lasse es mir jetzt schmecken, bis später. So, ich habe gestern für Matze und Sarah Jane Paprikagemüse und Reis gekocht. Und ich habe mir jetzt für heute Mittag was warm gemacht. Das ist jetzt Paprikagemüse und Reis. Ja, ich lasse es mir jetzt schmecken. Bis später. So, jetzt heute Nachmittag gibt es noch einen Latte Macchiato vor der Schicht. Ja, und dann wird gleich ein bisschen was gearbeitet. Bis später. Da gerade mein Süßzahn ein bisschen am Schreien ist, gönne ich mir hier diese Kekse. Ja, die schmecken ganz gut. Die werde ich jetzt genießen. Guten Morgen, wir haben heute den 7. November und ich habe jetzt hier mein Frühstück. Das sind White Wheaties, ein paar Kirschen und Naturjoghurt und dazu mein Kaffee. Ja, das werde ich jetzt essen. Bis später. So, heute Mittag gibt es nämlich eine Portion One-Pot-Pasta-Pizza-Style. Ja, habe ich gestern gemacht und für mich für heute Mittag aufgehoben. Das werde ich jetzt essen.
Von meiner Schicht gleich gibt es noch 4 Kekse und ein Cappuccino. Ja, heute Abend wird eh nur noch Obst gegessen, deswegen darf ich mir das da jetzt auch mal gönnen. Bis später. So, wir haben jetzt kurz nach 9. Ich bin mit meiner Schicht fertig und ich habe jetzt noch Hunger, deswegen gibt es 2 Eier mit Maggi. Damit mein Obstkonsum nicht leiden muss, esse ich heute Abend auch noch ein paar Trauben. So, jetzt reicht's aber. Bis morgen. Tschüss. Donnerstag, der 8. November und ich sitze bei meinem Frühstück. Es gibt ein Brötchen mit Streichschwein und der Mindelschmandelcreme, dazu ein Cappuccino. Ja, ein bisschen was vorarbeiten muss ich auch, da ich halt Nachmittag meine Schicht habe. Und ja, wieder von um 4 bis um, ne, um 4:30 bis um 9. Und morgen muss ich schon um 8 bis um 12 abends. Ist halt so. Jetzt werde ich erstmal frühstücken und dann starten wir mal in den Tag. Zum Abendessen gibt es Pommes aus der Actifrei und selbstgemachte Currywurst. So, bis morgen. Wir haben heute Freitag, den 9. November und ich sitze beim Frühstück. Ich habe wieder White Wheaties mit Joghurt und Kirschen und ein Cappuccino. Und das werde ich mir jetzt schmecken lassen. So, und heute Mittag gibt es ein Toastie mit Maggi-Ei. So, und heute Abend gibt es Pizza-Burger. Ja, jetzt wird schnell gegessen und dann muss ich von 8 bis 12 noch arbeiten. Und dann melde ich mich morgen wieder. Tschüss. So, wir haben heute Samstag, den 10. November und ich habe keine Lust auf Frühstück. Trinke ich einfach meinen Kaffee. So, da ich gestern Pizza gegessen hatte und vorgestern hatten wir ja die Bratwurst, also Currywurst mit den Pommes aus der Actifrei. Aber da es zweimal Fleisch hintereinander gab im Prinzip und gestern in den Pizzaburger Hefe drin war, schlägt meine Gischt heute extrem zu. Deswegen gibt es für mich einfach nur Kartoffeln und Blumenkohl. Kind und Mann essen Fisch dazu. Jupp. So, bis später. Heute Abend gibt es einen leckeren Salat und obendrauf so ein bisschen Ananas. Ich kann nicht mehr reden, ey. Obendrauf ist auch noch ein bisschen Ananas. Ich kann echt nicht mehr reden. Und da kommt gleich noch ein bisschen Dressing drauf und wir werden es uns dann schmecken lassen. Ja, so, bis morgen. Ja, heute habe ich echt nicht viel gegessen. Ist so, wirklich. Nur Mittagessen und Abendessen. Irgendwie fehlt irgendwas. Ich habe auch ein Loch im Bauch, jetzt habe ich echt Hunger. So, bis morgen. Tschüss. Guten Morgen, wir haben heute Samstag, den 11. November und sitzen beim Frühstück und essen Laugenstange mit ein bisschen Butter, trinken unseren Kaffee und ja, werden das jetzt genießen. Ich war auch schon draußen. Draußen ist es irgendwie sehr mild, aber nass. Ja, gibt einen sehr interessanten Martinszug heute fast überall. Ne, gestern war er ja schon im Nachbardorf und heute ist er hier. Naja, gehen wir eh nicht hin. Brauchen wir nicht. Wir machen es uns zu Hause gemütlich. So, ich melde mich dann zum Mittagessen wieder. Bis dann. So, und zum Mittagessen wollten wir eigentlich Burger essen, hatten aber ein kleines Patty-Desaster. Naja, egal. Dann gibt es halt eben eine vegetarische Tasche. Keine Ahnung, griechisch, Greek-Style nennt die sich. Riecht gut. Ist Feta-Käse drin und so. Ja, und das werden wir jetzt essen. So, bis später. Ja, und das habe ich letzte Woche gegessen. War eigentlich okay. Nicht so der Burner, aber okay. Ja, mein Gott, ist halt so. Draußen sind die Raben voll am Krähen. Das hört sich krass an. Wir haben hier echt viele Raben. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt gehört habt, aber das ist gerade sehr interessant. Egal. So, ja. Diese Woche, wie gesagt, Stillstand. Besser als eine Zunahme. Eine Abnahme wäre mir lieber gewesen. Aber so ist das halt manchmal. Ich muss mich auf jeden Fall mehr bewegen. Ich will auch unbedingt wieder Yoga machen. Ich habe am Freitag mich wohl total verlegen. Samstag dachte ich, mein Arm ist irgendwie kaputt oder so, dass da irgendwas nicht stimmt. Gestern habe ich gedacht, jetzt gleich fällt mir alles ab. Ich konnte den Arm gar nicht mehr hochheben und jetzt kriege ich ihn wenigstens noch so hoch. Höher tut es wieder weh. Also es ist so richtig so, oh, keine Ahnung, Nerv eingeklemmt oder so. So what? Mein Gott, passiert. Yep. Und aber durch Yoga, wenn ich Yoga mache oder so, da lockert sich alles immer so schön und ja, wird Zeit, wird wirklich Zeit. Ich denke mal, Ende der Woche ist alles soweit gegessen, dass ich auch wieder Yoga machen kann oder Bellycorn oder so. Ja, ich denke mal, für heute war es das dann mal. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und ja,
An dieser Stelle möchte ich auch meine neuen Abonnenten begrüßen. Hallo an euch. Danke, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Und ich bin am Überlegen, ob ich in den nächsten Tagen eventuell noch mal eine kleine Verlosung starten werde. Mal gucken. Schauen wir mal. Und ja, bleibt gespannt. Also ich habe schon was im Kopf. Mir fehlt nur noch was für die Männer. Also für Frauen habe ich was da, was ich gerne verlosen würde. Für die Männer fehlt mir noch was, aber das ist auch machbar. Also wenn jetzt ein Mann gewinnen würde, hätte ich eventuell auch noch was, ja. Ja doch, ich denke mal, ich werde die nächsten Tage mal ein Gewinnspiel starten. Mal gucken. Ich habe so ein paar Ideen. Weil ich möchte mich ja auch bei euch bedanken. Bei meinen Abonnenten, bei meinen treuen Abonnenten, bei den neuen Abonnenten. Und ja, ist es schön, dass es euch gibt. Ohne euch gäbe es kein YouTube. Ohne uns gäbe es kein YouTube. Ohne uns alle gäbe es kein YouTube. Ha, mein Arm. Ohne Community gäbe es kein YouTube. Und deswegen Dankeschön. Ja, und ich wünsche euch jetzt einfach einen wunderschönen Tag, Abend, Nachmittag, wann ihr mir das Video schaut. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und habt einen wunderbaren Montag oder einen wunderbaren Start in die neue Woche. Und ja, bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Bis dann.